Annemie Dase leidet seit ihrem schweren Autounfall in einer sogenannten anterograden Amnesie. Wie lange bin ich schon hier? Sie haben dich irgendwo im Wald gefunden. Du warst blutüberströmt. Vergessen. Sie weiß, wer sie ist und sie kennt ihre Familie. Aber seit dem Unfall werden alle neuen Informationen gelöscht. Verlust. Mie beschreibt es als eine Art Sandsturm, der ab und zu alles wegweht. Verzweiflung. Ich ermittle in dem Fall von Thomas de Geest. Verdacht. Er ist bereits seit einigen Tagen spurlos verschwunden. Sollte ich den kennen? Verzeihung. Jetzt wird meine Frau auch noch plötzlich verdächtig. Das war das Haus von meinem Opa. Romy hat den Spiegel runterfallen lassen. Entschuldigung. Opa meinte, dass der Spiegel die bösen Geister fernhält. Was spukt nur alles in deinem Kopf herum? In dem Haus hier spukt es höchstens. Gespenster und Geister gibt's nicht. Wo stehst du? Woher hat Thomas de Geest das? Vielleicht habe ich ihn ja angezeigt, weil er mich gestalkt hat. Vielleicht haben sie zwei sich auch gut gekannt. Was tust du? Sie verhält sich erst so, seit wir umgezogen sind. In diesem Haus ist etwas Böses. Und das tut was mit meiner Tochter. Da ist mehr als das, was wir sehen. Wieso gehen Sie die ganze Zeit davon aus, dass ich was damit zu tun habe? Weil alle Spuren zu Ihnen führen. Weil ich habe mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Ich kenne den Menschen nicht mal. Wer bist du? Du weißt, wovor dich die Ärzte gewarnt haben. Wenn du dich nicht mehr erinnerst und verwirrt bist, dann stopft deine Fantasie die Gedächtnislücken. Wie weiter, wenn alles verschwindet? Dieses Haus stellt irgendwas mit dir an. Hier ist irgendwas. Ich habe Angst vor meinem eigenen Kind. Tabula rasa. ZDF Neo.